Wenn du wissen willst, wie ich aus einer alten Bundeswehrkraxe ein Molle-Plattenträger gemacht habe, dann würde ich vorschlagen, bleib einfach dran. Ja, herzlich willkommen bei Buschkraft Pfalz. Mein Name ist Uwe Köhler und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein erstes Video seit gut 2 Wochen. Und ich möchte euch heute nochmal ein neues Do-It-Yourself-Projekt vorstellen. Und zwar eine alte Bundeswehrkraxe, umgebaut zu einem Molle-Plattenträger. Und ich würde vorschlagen, schauen wir es uns an. Freunde, seit Jahren habe ich diese Lastenkraxe von der Bundeswehr bei mir hier im Keller liegen. Das ist noch ein Übrigbleibsel von meiner Dienstzeit. Tatsächlich auch mit Versorgungsnummer versehen. Ich weiß gar nicht genau, wo sie steht, aber irgendwo ist sie hier. Und zwar ist das von der Firma Deuter, diese Kraxe. Den dazugehörigen Rucksack habe ich auch, aber der ist schon so Asbach uralt. Der löst sich jetzt langsam aber sicher auf. Und ich habe mir gedacht, was mache ich aus dieser Kraxe? Und habe mir überlegt, da vielleicht ein Molleträger draus zu machen. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Zunächst mal habe ich im Internet recherchiert bzw. gesucht, ob es irgendwie einen so einen Plattenträger für meine Kraxe gibt von Tatonka. Da habe ich zwar den Rucksack dazu. Aber vielleicht hätte es da ja auch so eine Molleplatte gegeben, die man hier aufschnallen kann, wo man dann einfach seine Molletaschen ranmachen kann. Leider bin ich nicht fündig geworden und so habe ich durch Zufall für die Rücksitze, fürs Auto diese Molleplatten gefunden und habe mir dann auch eine bestellt. Und zwar von der Firma One Tigris, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Doch, ja, One Tigris. Und habe gedacht, okay, von den Abmaßen könnte die auch für meine alte Kraxe passen. Habe mir das Ding bestellt. Es wurde geliefert. Und wie ihr seht, es passt tatsächlich hier auf meine alte Kraxe drauf. Natürlich muss ich vorher anmerken, dass das natürlich nicht dafür gedacht ist, jetzt Riesengewichte zu schleppen. Diese Kraxe hier ist jetzt von der Größe her auch kein Riesending. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu der Lastenkraxe von Tatonka ist die relativ klein. Das ist für eine Tagestour gedacht. Also allerhöchstens im Sommer vielleicht mal für einen Overnighter, wenn ich jetzt keinen riesen Schlafsack mitschleppen muss oder Zelt. Dann kann man das hier auch dafür benutzen. Ansonsten ist das hier für eine Tagestour gedacht. Und dafür habe ich auch diese Platte hier aufgemacht. Und zwar habe ich die befestigt für diese Kraxe hier. Gibt es tatsächlich diese mitgelieferten Bänder, um sie auch zu nutzen ohne den Rucksack. Die habe ich schlicht und ergreifend genommen, habe die hier hinten entsprechend befestigt. Das sind extra Halterungen dafür. Hab die Schlaufen hier einmal durch diese Mollestreifen durchgemacht, habe sie unten fixiert, so dass das Ganze einigermaßen einen Halt hat. Hier oben, das ist eigentlich die Halterung für den Sitz. Habe ich einfach hier oben drum gewickelt und dann entsprechend auch fixiert. Hier, damit die Bänder rechts und links nicht zur Seite wegrutschen, habe ich hier einmal Kabelbinder dran gemacht, damit die hier nicht zur Seite wegrutschen, dass das auch alles fest ist. Und zu guter Letzt habe ich dann hier nochmal mit Bankline den Plattenträger zur Seite hin fixiert. Und das Ganze dann nochmal mit dem mitgelieferten Gurt hier hinten. Auch hier nochmal entsprechend das Ganze fixiert, sodass die Platte hier eigentlich relativ fest auf der Kraxe drauf sitzt. Wir haben hier nochmal, was ich jetzt persönlich nicht nutze,
hier nochmal die Möglichkeit eines Faches, um etwas reinzustopfen. Ja, kann man vielleicht mal ein Regenponcho oder irgendetwas da reinmachen, Kartenmaterial, wie auch immer. Ich brauche es jetzt nicht, sondern ich brauche letztendlich nur die Mollestreifen. Meine Idee war, dass ich meine 5 Millionen Molltaschen, die ich habe, sowohl von der US Army, britische Army etc. etc., dass ich die irgendwie auch mal nutze. Und dafür war eigentlich dieses Ding hier gedacht. Das Schöne an dieser Platte ist ganz einfach. Es gibt zig verschiedene Varianten, wie man diese Platte hier bestücken kann. Ich zeige euch gleich mal die ein oder andere Variante, die mir besonders gut gefällt. Und ja, man hat hier halt die Möglichkeit wirklich, ob es jetzt von Tasmanian Tiger, ob es von Helicon Tex, was auch immer, an Molletaschen kann man hier drauf festmachen. Und das war mir persönlich wichtig. Und daher, ja, finde ich das ein relativ gelungenes Projekt. Relativ einfach gemacht. Ihr habt es gesehen, kein großer Akt, die hier drauf zu befestigen. Wenn man diese Streifen jetzt nicht zufällig dabei hat, bei dieser Graxe, gehen auch solche hier. Die habe ich mir mal zugelegt. Davon habe ich 10 Stück. Und zwar sind das entsprechende Gurte. Ich glaube 1,5 Meter. Auch diese Gurte kann ich noch mal nutzen, um den Plattenträger hier auch noch mal in der Horizontale zu befestigen, indem ich die einfach hier einmal drum wickle, hinten einmal zusammen mache, festziehe. Dann hat das Ganze noch mal einen zusätzlichen Halt. Ich könnte rein theoretisch auch hingehen und das Ganze noch mal von oben durch die Molleschlaufen durchmachen, einmal unten und übers Stahlgestell. Und auch dementsprechend wieder fixieren. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Platte fixieren kann. Leider, und das wäre noch schön gewesen, wenn in der Seite nochmal so Ösen wären, die man dann einfach zum Befestigen nutzen kann, ist hier jetzt nicht gegeben. Es gibt noch eine, ich glaube wirklich von Tasmanian Tiger, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Die ist aber um einiges kleiner wie die. Und auch von den Maßen nicht passend. Die hätte in der Seite diese Dinger gehabt. Ja, leider kann man nicht immer alles haben, was man möchte. Die hier passt aber hervorragend. Dafür habe ich, glaube ich, bezahlt 25 Euro. Das ist gut investiertes Geld. Für eine Tagestour, wenn man nicht viel Gepäck dabei hat, ist das super geeignet. So, ich zeige euch jetzt eine Variante, die mir persönlich sehr gut gefällt. Und dazu nutze ich erstmal hier die Hüfttasche, den Hüftbelt von oder Hipbelt von der US Army hier in Digital Tan. Die haben hier hinten extra auch Molleaufnahmen und daher ist die Tasche super geeignet, um sie hier einmal zu befestigen. Ich befestige sie jetzt nicht komplett, ich stecke sie nur rein, sonst ist das nachher eine riesen Friemelei, die wieder rauszumachen. Aber damit ihr das einmal exemplarisch seht, ihr könnt das Ganze hier einmal durchstecken. Dann geht das hier durch. Na, komm her. Durch die Schlaufe durch. Dann hier nochmal, das hasse ich ja bei der Molle-Geschichte hier, ne? Diese Friemelei. Zack, so. Und dann habt ihr das Ganze hier entsprechend befestigt. Auf der anderen Seite dito. So. Und so habt ihr eine Tasche hier dran. Ich sehe gerade, falsch eingefädelt. So. So. So sieht das Ganze dann aus. Da habe ich jetzt zum Beispiel drin meinen Regenponcho der US Army. Na. Dafür ist die Tasche super
konzipiert. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, mit den Clips hier das Ganze dann entsprechend nochmal zusätzlich zu fixieren. Zack. So, und dann habt ihr hier schon mal eine Tasche dran. So. Da ich zwei von den Dingern habe, eigentlich sogar drei, nutze ich die jetzt nochmal direkt darüber und befestige die hier. Hier habe ich verschiedene Taschen drin, Schnüre drin, Feuermaterial und verschiedene Sachen. Tasche Nummer 2. Darauf dann beispielsweise den Sustain Pouch der US Army für den Molle Lightweight Rucksack. Das nutze ich auch so meistens als Essenstasche. So, die packen wir hier oben ran. So, wie gesagt, ich stecke es jetzt nur rein, ich mache es jetzt nicht fest. So. So könnte das dann entsprechend aussehen. Und wo haben wir es? Dann hier nochmal die Wasserflaschentasche, auch der US Army. So, das wäre jetzt beispielsweise mal so eine Bestückung für einen Tag. Regenschutz, Feuermaterial, Schnüre und andere Dinge, die man braucht. Essenspouch mit allem drum und dran. Fassungsvermögen, glaube ich, roundabout um die 5 Liter. Und dann entsprechend hier die Wasserflasche. Und dann hätte man hier oben noch mal ein bisschen Material möglich. Ich könnte hier nochmal die Clips erweitern und könnte hier nochmal was drunter stecken und entsprechend verpacken. Das gleiche auch hier unten. Also da hätte man noch viel Platz. Und ihr seht, vom Gewicht her ist das allemal für ein Daypack noch akzeptabel. Und ja. Praktisch, sieht gut aus, finde ich. Und das wird auf jeden Fall mein nächstes Daypack für meine nächste Tagestour. Ich werde es auf jeden Fall für euch testen. Eine weitere Variante wäre beispielsweise das Ganze mit zwei entsprechenden Sustain Pouches. Hier jetzt in einer anderen Tannung. Und da hätte man jetzt 2x5 Liter. Das sind allein schon 10 Liter. Diese Tasche hier hat, glaube ich, auch jeweils 5 Liter. Also wären das jetzt roundabout 20 Liter. Völlig ausreichend für ein Daypack. Und hier kann ich auch Wasserflasche mit reingeben. Mein Essenszeug. Noch andere Dinge, die man vielleicht benötigt. Das wäre jetzt nochmal eine Variante. Und eine weitere Variante zeige ich euch jetzt noch. So, eine weitere Möglichkeit. Jetzt habe ich drei Taschen. Ist jetzt eine andere Tannung. Das ist jetzt Woodland, aber das ist ja pups egal. Die sollen ja funktionieren und nicht gut aussehen. Wie gesagt, drei Taschen übereinander. Das sind jetzt nochmal 15 Liter. Hier nochmal eine Erste-Hilfe-Tasche. Die kann man für andere Materialien verwenden. Und hier nochmal die Wasserflasche, auch ausreichend Platz, um für eine Tagestour seine Sachen unterzubringen.
Die Taschen im Übrigen, die sind alle wasserdicht, da geht auch nichts durch und daher finde ich eine gelungene Variante. Ja, Freunde, wieder ein Kurzvideo, eine kurze Vorstellung, ein neues Do-it-yourself-Projekt, eine alte Lastenkraxe der Bundeswehr mit einem neuen Molleplattenträger. Und ihr habt gesehen, es gibt vielerlei Möglichkeiten, diesen Plattenträger zu nutzen. Ich habe Taschen der verschiedenen Armeen wie Sand am Meer. Das heißt, ich könnte euch noch zig andere Varianten vorstellen, wie man diese Platte hier bestücken kann. Aber ich denke mal, das sollte jetzt reichen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaut habt und schreibt mir einfach in die Kommentare, ja, wie ihr das vielleicht gemacht hättet, mit dieser Platte zu befestigen. Vielleicht habt ihr ja gute Ideen, auf die ich nicht gekommen bin. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, Daumen hoch, Kommentare, Kommentare, Kommentare. Und wenn ihr mir noch kein Abo hinterlassen habt, würde ich mich natürlich über ein Abo sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal dann wieder outdoor, hoffe ich. Bis dahin bleibt mir bitte alle gesund und ich wünsche euch weiterhin viel, viel Spaß in der freien Natur. Euer Uwe Köhler von Buschkraft Pfalz.